Ah, ist das kalt geworden in letzter Zeit hier. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute habe ich eine Frage für dich. Also, ich arbeite ja jetzt jeden Tag an diesen Videos und ich bereite die Akademie vor. Ja? Das ist mein großes Projekt, die Authentic German Learning Akademie. Aber ich möchte versuchen, noch mehr zu machen. Ja, ich möchte Authentic German Learning jeden Tag verbessern. Ja, und deswegen ist meine Frage an dich: Was ist etwas, was dich vielleicht ein bisschen stört? Was ist etwas, was ich besser machen könnte? Und ich habe nicht so viel Zeit, aber ich möchte trotzdem, wenn es möglich ist, mich verbessern. Ja, also eine Sache, die ich zum Beispiel weiß, die ich besser machen kann oder das vielleicht besser wäre, ist, wenn ich einen Podcast veröffentlichen würde. Ja, das ist in meinen Zukunftsplänen ein Podcast. Bis dahin gibt es für die Leute, die Tonaufzeichnungen von mir hören wollen, für diese Leute gibt es mein E-Buch und Hörbuch. Ja, AuthenticGermanLearning.com. Dort ist ein Link im Menü für das E-Buch und das Hörbuch, falls du Tonaufzeichnungen haben möchtest. Und in der Akademie werden auch Tonaufzeichnungen sein. Ja? Das heißt, ich bereite Tonaufzeichnungen vor. Später wird es einen Podcast geben, aber bis jetzt gibt es einmal das Hörbuch. Und bald bekommst du Zugang zur Akademie. Ja? Außer einem Podcast vielleicht, ich sage das, weil das eventuell eine Antwort ist, die eventuell kommen würde, ja? Eine Antwort, die ich erwarte. Also Leute sagen, ja, Marco, mach doch einen Podcast oder irgendwie ein anderes großes Projekt, wo ich denke, oh, ich würde das gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ja? Deswegen frage ich, was ist eine Sache, die ich machen kann, die mich nicht viel Zeit kostet und die Authentic German Learning besser machen würde? Ja? Oder schreib auch deine Antwort, wenn es mich viel Zeit kosten würde. Ja? Ich schreibe mir das auf. Ich werde versuchen, das in der Zukunft zu implementieren. Ja? Aber ja, ich möchte mit dieser Frage Ideen sammeln. Ja? Was ist etwas, was dich stört? Was ist etwas, was dir auffällt? Was ist etwas, wo du denkst, ah, ich wünschte, Marco würde das und das machen? Ja? Ich wünschte, Marco würde, weiß nicht. Und ihr könnt gerne auch untereinander diskutieren. Ja? Eine Sache, die ich denke, würde sehr toll sein, wenn ihr untereinander mehr schreibt. Ja? Also ich antworte jedem Kommentar. Ich antworte jedem, der kommentiert. Und ich schreibe immer meine Antwort da. Aber ich sehe seltener, dass zwei aus der Gemeinschaft untereinander sprechen. Das passiert auch. Das finde ich gut. Aber das ist eine Sache, die ihr machen könnt, um Authentic German Learning besser zu machen. Und ihr könnt auch gerne selber posten. Ja? Also ich weiß, dass ich mache ja jeden Tag zwei Beiträge in der Facebook-Gruppe zum Beispiel. Und viele Leute, oder ich hatte das Gefühl bei manchen, dass sie nicht posten wollen, weil sie denken, sie sollten nicht posten, weil nur ich poste. Nein, ich möchte, dass ihr auch postet. Ja? Wir haben genug Leute in der Facebook-Gruppe. Wir haben jetzt über 500, über 600 Leute in der Facebook-Gruppe. Nutzt diese Ressource, postet eure Fragen, tauscht euch untereinander aus, schreibt, was ihr wünscht. Ich sage das mit der Antwort untereinander, das könnt ihr auch machen. Also
Einer könnte zum Beispiel posten, Marco, ich wünschte, du würdest das und das machen. Und dann kannst du auch darauf antworten, kannst sagen, ja, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu oder ich denke, Marco sollte das und das machen, auf die und die Art machen und so weiter. Ja? Also vielleicht können wir auch eine Diskussion starten unter diesem Video, ja, auf YouTube und auf Facebook. Ja? Eine kleine Diskussion darüber, wie man Authentic German Learning besser machen könnte. Ja? Denn ich möchte schon jeden Tag mich verbessern und ich denke, wir können auch sehr viel als Gemeinschaft schaffen. Ja? Also selbst wenn es solche Dinge sind wie, ich wünschte, jedes Video hätte Untertitel. Ja? Dann, also manche Leute haben mir das gesagt und dann ist meine Antwort immer, ich habe leider nicht Zeit, bei jedem Video einen Untertitel zu machen, aber ich verspreche euch, dass dass ich mehr Videos mit Untertiteln mache, je mehr Spenden ich auf Patreon bekomme. Das ist mein eines Einversprechen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du Untertitel spendest sozusagen, dass du deine Zeit spendest, um die Untertitel zu machen. Weil bei YouTube kann man das so machen, dass auch Leute, die nicht den Kanal besitzen, also auch Leute, die nur Zuschauer sind, die können auch Untertitel schreiben. Ja, das heißt, wenn du mehr Untertitel haben möchtest, dann kannst du bei jedem Video ohne Untertitel, da siehst du in den Kommentaren, schreibe ich immer, hey, hier ist der Link zu spenden, hier ist der Link, um Untertitel zu schreiben und genau, und das schreibe ich immer als Kommentar hin jetzt, sodass du auch Untertitel schreiben kannst, wenn du möchtest. Ja? Mein Punkt ist, wir können Authentic German Learning verbessern. Und alles, was dich vielleicht jetzt noch stört oder alles, was du brauchst und existiert noch nicht, das können wir beheben. Ja? Wir können gemeinsam dies verbessern. Ja? Also sag mir Bescheid, was kann ich tun? Was kann die Gemeinschaft tun, um Authentic German Learning zu verbessern? Ja? Ich denke, wir können viel noch machen, wir können viel erreichen, wir können viel verbessern. Ich habe auch schon so viele Dinge geplant. Ich habe so eine ganz, ganz große Zukunftsvision für Authentic German Learning. Insofern, es wird wunderbar. Wir können es verbessern. Aber ich brauche deine Hilfe. Ja? Und die Hilfe, die ich jetzt erbitte, ist, bitte sag, was du haben möchtest. Sag, was du möchtest, dass verbessert wird. Und wir können versuchen, dies zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.